euch zu einem Vlog aus Fulda. Wir sind um 1 hier angekommen und ich habe jetzt 2 Stunden in der Lobby verbracht, weil das Zimmer erst ab 3 bezugsfertig ist. Vicky ist bereits in der Uni und ja, jetzt bin ich endlich im Zimmer. Das Zimmer ist tatsächlich nichts Besonderes. Das Hotel heißt Zum Ritter. Es ist ein altes Haus und ja, genau, für den Preis einfach, um ein Wochenende in Fulda zu verbringen, glaube ich, ist es vollkommen okay. Wir sind in der Stadtmitte, das, was ich jetzt sehen konnte. Und nicht weit vom Schlossgarten, glaube ich. Ne? Also ich war noch nie in Fulda gewesen. Das werden wir uns wahrscheinlich morgen ein bisschen mit euch anschauen. Ich gucke, inwieweit ich einfach rausgehen möchte. Wenn nicht, werde ich einfach schlafen. Wir machen Beauty-Prozeduren hier. Hier gibt es einen riesen Spiegel im Bad. Das habe ich jetzt ausprobiert. Das Einzige, was uns Probleme machen wird, ist natürlich der Ton, weil im Bad ist eine Lüftung, die ist super laut. Aber ich werde das Video einfach, wenn ich was im Bad drehe, übersprechen, ne? Denn ich habe mein Gerät mitgenommen fürs Gesicht und ich dachte, vielleicht habe ich Glück und wir können hier was im Bad gemeinsam drehen, denn in meinem Bad zu Hause ist es leider nicht möglich. So, aber jetzt zeige ich euch erstmal das Zimmer und dann würde ich mich gerne frisch machen und ein bisschen hinlegen, denn ich fühle mich super, super müde und schlapp und erschöpft und ja. Hab jetzt auch gerade eine Nachricht an meine Ex-Freundin geschickt wegen meinem Kater nochmal, noch ein paar Infos dazu gegeben und ich hoffe, Chapa, geht's gut. So, genau, das Video wird wahrscheinlich für euch so am Dienstag, eventuell Mittwoch rauskommen. Schauen wir mal, wie schnell ich mit dem Bearbeiten vorankomme. Das kann ich euch jetzt nicht versprechen, aber ja, ich bemühe mich, ich gebe mein Bestes, dass es so schnell wie möglich für euch online ist. Dann lasst uns erstmal das Zimmer anschauen. Von allem anderen werden wir uns überraschen lassen. Wir fangen mit dem Eingangsbereich an. Also jetzt steht meine Tür zu meinem Zimmer offen. Hier ist der Gang, der Flur. Da, schaut mal, da ist auch ein Ritter aufgestellt. Gehst du den anderen Zimmern und Suiten. Uns gegenüber ist ein Aufzug. Ich weiß nicht, ob das so laut ist, aber das werden wir dann sehen. Und das ist dann unser Zimmer. Wenn wir reinkommen, hier ist direkt, also das da, was ihr seht, das ist direkt der Garderobenschrank. Hier hinten ist das Bad. Wartet mal, ich mache mal kurz die Tür hinter mir zu. So. Und hier sehen wir eine Kofferablage. Ich habe meine Koffer einfach da auf diesen Sessel geworfen. Hier ist ein Fenster, was in den Innenhof führt. Ich habe das schon mal rausgeschaut. Unser Auto steht da unten geparkt. So. Da hinten, das da. Upsi. Jetzt, wenn ich meinen Finger wegnehme, ist unser Auto. Was ist da hinten geparkt? Also es geht ganz tief nach unten. Wir sind auf der 6. Etage jetzt. Diese Rollos habe ich gerade selber runtergemacht, damit das nicht so blendet. Da liegt meine Schlüsselkarte. Und so schaut das Bett aus. Also es ist wirklich kein Luxus, aber ich glaube, um einfach mit meiner Frau hier ein paar Tage zu verbringen, besser gesagt, ihr Gesellschaft zu leisten und mich auszuschlafen, ist es vollkommen ausreichend. Hier haben wir einen Fernseher zum Schauen und eine Minibar. Ich zeige euch jetzt, wir schauen mal, was da drin ist, ob da überhaupt was drin ist. Oh ja, da ist jetzt was drin. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die Bombe, dieser Kühlschrank. Also allgemein, das ganze Zimmer ist nicht die Bombe. Wenn ihr Wellness oder Luxus sucht, ist es nicht das. Wir haben aber was Preisgünstiges gesucht und in Fulda ist es echt nicht günstig jetzt zu dieser Weihnachtszeit. Deswegen dachten wir, es ist vielleicht okay, dass wir dieses
Zimmer uns nehmen. Wie Gerhard gemeint, das andere Zimmer, das sie hatte, war auch nicht Bombe gewesen. Wobei Vicky hat dieses jetzt nicht gesehen. Wir haben keinen Vergleich. Und hier zwischen, also hier ist noch eine Garderobe. Da kann man Sachen ablegen. So viele Sachen haben wir jetzt aber auch nicht mitgenommen. Und hier ist was mit Kleiderhaken, ne? Zum Aufhängen. So, ja, da unten stehen auch schon meine Schuhe und mein Mantel hängt. Hier kommen wir ins Bad und jetzt wird es etwas lauter werden im Bad. Ich sage euch, also hier ist natürlich das Waschbecken, kann man sehen, Toilette und hier hinten, darüber freue ich mich, gibt es eine Badewanne. Ich habe nämlich Badesalz mitgenommen, wir kriegen ab und an mit Vicky Badesalz geschenkt und können das gar nicht verwenden, weil wir zu Hause keine Badewanne haben. So, dann jetzt Licht an. So, es geht los, hier, die Lüftung arbeitet. Hier seht ihr mich, hi hi, stehe ich hier für euch mit der Kamera. Also Taschentücher sind da, Gläser sind da, es gibt einen Föhn, ja, Remington, okay, ist schon mal gut. Und eine, einmal drehen, eine Badewanne. Na, die wird auf jeden Fall benutzt. Ich habe schon ganz lange keine Badewanne mehr benutzen können. So. Ja, da gibt es jetzt nicht mehr allzu viel zu filmen, würde ich mal sagen. Gehen wir raus. Ich mache mal das aus und es wird immer noch brummen. Ich werde, wie gesagt, jetzt mich erstmal frisch machen und mich hinlegen. Ich brauche ein bisschen Ruhe und was ich noch machen wollte, Vicky hat mich gebeten, mich umzuschauen, ob es in der Nähe irgendwelche Lokale gibt. Hier im Haus gibt es ein Restaurant, aber für heute Abend ist es leider komplett ausgebucht. Das heißt, ich schaue mich jetzt einfach um, was es hier gibt, auf dem Handy natürlich. Und werde meine Haussachen anziehen und mich ein bisschen hinlegen. Vicky hat mir was zum Knabbern mitgenommen. Das werde ich jetzt auch tun. Gut, dann viel Spaß euch beim Schauen des Videos. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Und unerwarteterweise für mich gestaltete es sich sehr, sehr schwer, zwei freie Plätze zu finden. Ich habe bestimmt in 9 Restaurants angerufen, verschiedener Küchen, und es war alles ausgebucht, sogar für den Folgetag. Als ich versucht habe, für Samstag dann etwas für uns zu reservieren, war dies auch nicht möglich. Am Freitag wurde ich dann doch noch fündig in einem Elsässer Restaurant. Und das Essen war super lecker. Es war wirklich fantastisch. Wir haben uns auch noch ein Dessert gegönnt und für Samstag haben wir uns dann entschieden, einfach auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und dort zu essen. Und hier seht ihr mich schon am nächsten Morgen. Vicky ist bereits in der Uni und ich lüfte unser Zimmer. Wir waren beim Frühstücken gewesen. Und der Ausblick, der ist einfach fantastisch, den konnte ich euch nicht vorenthalten. Es ist schon schön im Winter die verschneiten Dächer zu sehen. Das sorgt sofort für eine etwas weihnachtlichere Stimmung. Hallo aus Fulda, wir haben schon den nächsten Tag. Vicky und ich waren schon frühstücken und Vicky ist sogar bereits in der Uni. Ich habe mich noch ein bisschen im Bett gewälzt und habe dann jetzt beschlossen, nun, dass es Zeit ist, mich um mich selber zu kümmern. Ich habe ja nicht umsonst die ganzen Sachen hierhin mitgenommen. Ich zeige euch gleich, was ich mitgebracht habe an kosmetischen Produkten. Ich weiß nicht, ob es heute auch alles Anwendung findet, aber was heute auf jeden Fall Anwendung finden sollte, ist die Badewanne, denn dazu werde ich sonst wahrscheinlich in der nächsten Zeit gar nicht mehr kommen. Wir haben zu Hause ja keine Badewanne. Und ich liebe Badewannen und in der Badewanne liegen. Das ist die Prozedur, die ich jetzt auf jeden Fall machen werde. Und was ich auf jeden Fall jetzt auch noch machen werde, ist mich um meine Haare kümmern. Ich habe ein Spray mitgenommen und eine Maske mitgenommen. Das kann ich super gut mit in die Badewanne mitnehmen sozusagen. Ich trage mir das auf die Haare ein und setze mich einfach
hin und lass es mir gut gehen. Gestern waren wir mit Vicky auch noch nach dem Essen beim Kaufland. Und da habe ich mir einfach ein paar Himbeeren mitgenommen für den kompletten entspannten Vormittag. Ja, dass ich es mir hier schön mache. Ich hätte auch noch Sekt mitnehmen können, aber ich glaube, auf Sekt hatte ich irgendwie gar keine Lust. Ich habe mir stattdessen eine Flasche Wasser mitgenommen. Ja, ich zeige euch, welche Produkte ich hier hingebracht habe. Ich habe auch mir ein Buch mitgebracht, aber ich glaube, direkt nach meiner eigenen Spa-Prozedur werde ich mich ins Bett legen und eine Runde schlafen und mir ein paar YouTube-Videos vielleicht reinziehen. Ich brauche einfach irgendwie eine Pause, weil in letzter Zeit, also ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es euch nicht anders, aber dieses Jahr war so, so anstrengend. Allgemein fand ich die letzten 2 Jahre super anstrengend. Und jetzt ist wie so ein Endspurt, fühlt sich das für mich persönlich an. Und ich hoffe, das Jahr 2023, was jetzt kommt, wird was anderes bringen. Also ich habe jetzt nichts gegen Neuerungen oder solche Sachen, aber nee, dieses Jahr hat gar keine Neuerungen gebracht, 2022. Ich habe das Gefühl, dass ich viele Sachen zum Ende gebracht habe, beendet habe, dass das alles so irgendwie Abschlusscharakter hat, ne? Dass wir viele Sachen beenden, auch jetzt das mit meiner Katze, ne? Das hat für mich irgendwie so ein Gefühl, alles wird jetzt rund, alles Angefangene kommt zum Ende, nicht, dass die Katze zum Ende kommt, aber die Katze kommt wieder zu mir, also bei mir war der Beginn und sie kommt auch wieder zu mir und ich habe mich jetzt auch mit Vicky ausgetauscht gestern, ich werde, glaube ich, Chapa auch nicht wieder zurückgeben, sogar wenn meine Ex-Freundin wieder in ihre alte Wohnung kann. Ne? Also das Drama will ich euch jetzt da jetzt nicht schildern, weil das ist schon eine private Sache, was da passiert. Und wenn sie wieder in ihre alte Wohnung kann, mit dem Rausgehen, ich glaube, das überlege ich mir nochmal, ob ich Chapa hergebe. Ich glaube, er bleibt dann doch jetzt bei mir, weil ich merke, dass er gar nicht so den Drang hat, rauszugehen und wenn er rausgehen möchte, kann ich mit ihm wie mit einem Hund Gassi gehen, das funktioniert und da er auch so alt ist, ist er gar nicht mehr in der Lage, sich gegen viele junge Katzen, ihr kennt ja Katzen, Hunde, Revier und so, ne? Er kann sich gar nicht mehr wehren, er ist im Endeffekt nur noch ein Opfer. Ja, so tragisch, wie sich das anhört, ne? Wenn er irgendwo hin und in ein fremdes Revier eindringt, dann kriegt er wahrscheinlich eher eins auf den Deckel, das möchte ich vermeiden. Und ja, genau, wenn wir zu Hause sind, kümmern wir uns ja dann, dass es ihm gut geht, wir gehen mit ihm auch nochmal raus. Das, also genau, also für mich fühlt sich dieses Jahr an tatsächlich wie so ein Abrunden. Ich vermute, das wird sich auch noch mal ein bisschen ins nächste Jahr ziehen. Irgendwie mein Gefühl sagt mir das. Und aus diesem Ganzen resultierend fühle ich mich ein bisschen ausgelaugt, ein bisschen müde und ich möchte gerne mir selber was zurückgeben, mir selber was Gutes tun. Deswegen werde ich heute mir einen Spa-Tag machen. Ihr verzeiht mir, wenn ich euch nicht komplett alles filme. Ich zeige euch, was ich so mache. Aber wenn ich alles filmen würde, wäre es dann gar kein Spa, weil man muss ja die Kamera positionieren und so. Ne? Aber dennoch würde ich euch gerne mitnehmen. Ne? Das für euch, für jeden und für jede von euch vielleicht ein Anstoß ist, für sich selber auch mal was zu tun und mal einfach alles liegen zu lassen. Es läuft euch nichts weg auf dieser Welt. Ne? Deshalb lasst uns mal zu uns gut sein und uns selber um uns kümmern. Wenn du dich um dich selber kümmerst, erst dann kannst du auch für die anderen was Gutes tun und für die anderen im vollen Maße da sein. Lass uns loslegen. Und als erstes zeige ich euch, was ich hier mitgenommen habe. Für die Haare habe ich mir Olaplex Nummer 0 mitgenommen. Dazu gehört eigentlich auch Olaplex Nummer 3, glaube ich, als Maske. Da ich das aber nicht habe und letztens bei meiner Friseurin diese Maske gekauft habe, werde ich die zwei kombinieren. Und ich habe an ihr schon gerochen, an der Maske. Die riecht auf jeden Fall mal wunderbar. Ich glaube,
mit einer Hand schaffe ich sie jetzt nicht aufzumachen, aber da ist auch so ein Löffelchen dabei. Es ist unwichtig, ich zeige euch einfach die Maske, wie sie ausschaut. Genau, das werde ich jetzt auftragen. Das muss man gar nicht auf nasse Haare auftragen, sondern man besprüht die Haare mit diesem Olaplex 0 und dann schmiert man die Maske drauf und das lässt man einwirken und das werde ich einwirken lassen, solange ich in der Badewanne sitze. So, dann habe ich natürlich meine Cremes mitgenommen. Die kennt ihr ja schon, die brauche ich euch nicht zeigen, von Lancaster. Außerdem habe ich hier dieses Retinol mitgenommen. Das habe ich mir auch gestern auf die Haut geschmiert und ich habe ja hier mein Gerät stehen. Und ich habe Aloe Vera mitgenommen zum in die Haut einarbeiten. Aber ich glaube, Aloe Vera wird heute gar nicht drankommen, sondern ich habe das zu Hause auch schon mit diesen Ampullen ausprobiert. Und Leute, das ist echt der Wahnsinn. Die Haut wird echt viel, viel besser, wenn man das mit dem Gerät einarbeitet. Deswegen habe ich hier die Ampullen heute auch dabei. Ja, egal. Ihr wisst ja, wie die sehen genauso aus wie. Ja, hier, schaut. Ich habe jetzt zwei schon. Nee, eine zu Hause schon verwendet. Die zweite wollte ich gestern, aber dann habe ich mir Retinol aufs Gesicht drauf gemacht. Und Retinol ist ja eher so ölig und irgendwie hat das mit dem Gerät gestern gar nicht so funktioniert, dass es so, ja, zu diesen Muskelstimulationen kam. Ich habe mir zwar dieses AMS angemacht, also dieses, wo ist das da? Aber es hat nicht durch die Haut durchgeleitet. Ich vermute, das liegt an diesem öligen, an dieser öligen Konsistenz. Ja, oder Akku ist schwach, aber das glaube ich nicht, weil es zeigt mir noch zwei Punkte. Dann habe ich mir Farbe für meine Augenbrauen mitgenommen. Das werde ich auftun. Ich habe leider die Pinzette vergessen, weil meine Augenbrauen müssen mal gezupft werden. Ein Sayus, das kennt ihr ja auch schon, das wollte ich ja schon fast entsorgen, aber habe ich doch nicht, weil da ja noch ein bisschen Produkt drin ist. Zwar wenig, aber genau, das habe ich mitgenommen, einfach so, um auf die Lippen das zu schmieren. Dann habe ich mir diese Maske mitgenommen, die ist leicht, also ist gar nicht so stark und ich dachte, es ist ja auch okay. Also vor, wenn ich jetzt in die Badewanne steige, steige ich mit dieser Maske rein, damit sie auf der Haut schön arbeiten kann. Danach, ich wasche sie in der Badewanne wahrscheinlich ab, mache ich mir so eine Peel-Off-Strip auf die Nase. Ich habe, glaube ich, zwei auch mitgenommen, falls Vicky noch eins möchte, aber weiß ich nicht. Dann hatte ich hier noch so einen Zahnaufheller-Streifen. Der ist auch schon älter. Den mache ich mir vielleicht auch dann auf die Zähne, ne, damit er auch verbraucht wird. Außerdem habe ich ihr diese Ölkapseln mitgenommen von Valea. Die sind, naja, also ich merke davon nicht allzu viel. Ich mag diese mit Vitamin C, die sind viel besser, finde ich. Dann meine Augencremes, die kennt ihr ja von Lancaster. Und diese Avocado. Creme von Kiehl's, die sind ganz normal im Tagesbetrieb. Außerdem habe ich eine Handmaske mitgenommen, die werde ich dann am Ende, nachdem ich gebadet habe, mir drauf tun. Die Gesichtsmaske ist vielleicht, also weiß ich nicht, ob ich sie auch dann drauf tue oder nicht. Vielleicht, vielleicht, wer weiß. Und apropos, ich habe gesehen, also wenn ihr eine Tuchmaske habt, dann könnt ihr mit diesem Gerät über die Tuchmaske gehen. Das ist auch super cool, ne? Dann arbeitet ihr das rein bei... Diesen Gelmasken würde ich es lassen, weil das steht eigentlich nur mit Baumwolle, ne, in Verbindung. Außerdem habe ich hier vom, das glaube ich eine Lidl-Marke, ne, Hornhaut-entfernte Socken. Das werde ich mir auf jeden Fall drauf tun. Wir haben ja jetzt Winter und das ist sowas mit Exfoliant-Effekt, sollte sein, dass dann sich die Haut etwas schält. Hier habe ich mein Stirnband. Genau, das ist alles, was ich jetzt mitgenommen habe an kosmetischen Produkten. Da stehen natürlich noch Zahnpastas und Bürsten, aber das ist weniger relevant. Und ich meine, ich habe mir irgendwo eigentlich Badewannensalz mitgenommen. Wo habe ich das jetzt reingetan? Ich muss mal schauen, wo ich das reingeworfen habe. Ich hoffe, ich habe es mitgenommen. Und hier ist es, das war noch in meiner Tasche tatsächlich. Ich habe gerade Angst bekommen, dass ich es vergessen habe. Mit Marulaöl steht drauf, Goldtraum. Und das werde ich mir jetzt zusammen mit euch gönnen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerade was für euch tun. Was Schönes, was Entspannendes. Auch eine Tasse Tee ist herzlich willkommen. Thank you.
meine Lieben, ich bin gerade aus der Badewanne rausgekommen. Ich habe noch meine Haarmaske abgewaschen. Mein Gesicht ist sauber und trocken. Das ist auch wichtig. Und das heißt, wir können jetzt beginnen, mit diesem Gerät zu arbeiten. Ich zeige euch jetzt was, was ich selber sofort nicht festgestellt habe. Bei diesem Gerät kann man hier das da entfernen. Schaut mal, das ist so ein Magnet. Und hier kannst du ein Baumwollpad drauf machen. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch welche dabei. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dick. Aber rein theoretisch sowas, oder man teilt das in zwei. Es gibt sowas halt in etwas dünner. Da kann man ein Reinigungsmittel drauf machen. Fürs Gesicht natürlich, nicht für irgendwas anderes. Hoppala. Genau. Dann legst du das befeuchtet mit dem Reinigungsmittel drauf und kannst das aufspannen. Jetzt ist es nicht feucht, geht es natürlich nicht so gut, mit den Magneten auf. Ne? Also das Prinzip habt ihr verstanden, wenn das feucht ist, funktioniert es. Ich mache da meistens mit Zellenwasser drauf und gehe dann übers Gesicht mit dem Reinigungsprogramm drüber. Das muss ich jetzt nicht machen, da ja mein Gesicht bereits gereinigt ist. Und ich mache das aber mir jetzt ab, damit sich unten drunter jetzt kein Öl sammelt. So, dann schalten wir das Gerät einmal ein und ich zeige euch, was da für Programme drauf sind. So. Einmal gibt es das Programm Clean, dann geht man weiter und wir kommen zu EMS. EMS ist elektrische Impulse. Impulsstimulation, also irgendwie so heißt es. Dann gibt es Puls, dann pulsiert es. Das habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Und außerdem gibt es das Programm Cool. Cool ist, dass es so eine kühlende Wirkung hat. Wenn das Gerät so an sich steht dann, und keinen Hautkontakt hat, dann ist es nicht in Betrieb. Sobald wir es aber berühren, zoomt es. Na, und dann ist es in Betrieb und kühlt. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, die Stufen zu erhöhen, also das dreistufig und das dann höher zu setzen. Und was noch möglich ist, ist das mit Licht zu arbeiten. Also das ist alles im Buch beschrieben, will ich jetzt alles nicht aufzählen. Auf jeden Fall blaues, rotes und grünes Licht. Eins davon ist desinfizierend irgendwie und entkeimend. Das andere, ja, schlag mich tot. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Ich muss mich das selber noch einfinden. Ich will jetzt gerne mit dem Programm EMS, also Muskelstimulation, arbeiten und anschließend mit einer Kühlung. Und ich werde für mich jetzt die Ampoule Glow von Catrice benutzen. Rein theoretisch würde auch dieses von Aloe Vera gehen, aber Aloe Vera mache ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt diese von Catrice mit Glow. Wird sie aufmachen und auf mein Gesicht auftragen, komplett auch hier, und werde diese Partie dann bearbeiten. Nach der Badewanne und nach dieser Reinigung, die ich davor in der Badewanne fürs Gesicht gemacht habe, habe ich wahrscheinlich alle alten Hautschüppchen gut abgetragen, sodass die Ampulle, die ich jetzt aufgetragen habe, ganz schnell von der Haut aufgesaugt wurde und ich mir dann doch noch Aloe Vera hinterher getröpfelt habe, weil es soll ja nicht die Haut auseinanderziehen, sondern es sollte ja so sein, dass das Gerät über die Haut gleitet. Und ja, deswegen kommt da jetzt noch Aloe Vera drüber. Das heißt, wenn ihr mal so ein Gerät euch doch anschafft, dann schaut, dass die Haut befeuchtet ist. Und normalerweise muss man das in den Massagelinien machen. Da muss ich mich auch noch komplett einlesen, dann bin ich nicht so fit. Ich habe versucht, so weit ich weiß, nach bestem Wissen und Gewissen diese Prozedur zu machen, so wie ich es auch zu Hause mache. Und ja, ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Verkehrtes gemacht habe. Nun bereite ich mein Gesicht dafür vor, dass ich mit diesem Cool-Programm übers Gesicht gehe. Das tut mir tatsächlich sehr, sehr gut. Da stelle ich es auf die höchste Stufe und möchte die Farbe Blau nehmen. Ich habe mich mal eingelesen und habe mir einfach gemerkt, dass die dann ganz gut ist. Aber was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Ich habe es nicht mehr einfach in Erinnerung. Ich weiß, dass dieses Cool und Blau zusammenpasst und dass Reinigung am besten mit Rot sein sollte und Impuls, also dieses EMS mit Rot oder mit Grün
gemeinsam gemacht werden kann. Ich werde jetzt noch meine Haare föhnen und so lange soll das alles jetzt wirken. Was man noch beachten muss, ist das Gerät, das müsst ihr danach halt sauber machen. Ich habe zu Hause jetzt so ein Desinfektionsspray, was ich immer drauf mache und das dann sauber mache. Also erstmal mit Wasser, dann Desinfektionsspray und dann nochmal richtig abreiben. Also mit Wasser meine ich mit so einem Tuch nass machen, abwischen, damit sich auch keine Bakterien oder sonstiges drauf sammelt. Dann mit dem Desinfektionsspray nochmal abwischen, dann zurück. Das habe ich hierhin jetzt nicht mitgenommen. Natürlich, ich habe es vergessen, ist nicht schlimm. Ich glaube, bei einem, zweimal passiert da nichts. Ich habe es jetzt einfach so abgewischt. Zu Hause werde ich es nochmal desinfizieren. Und ja, ich föhne die Haare und anschließend färbe ich mir die Augenbrauen. Und dann ist, glaube ich, so, ich werfe mich ins Bett und werde einfach liegen und mich komplett erholen und entspannen. Ja? Falls ich irgendwie schief gucke, ich gucke hier in den Spiegel und dann weiß ich nicht, ob ich direkt jetzt in die Kamera schaue oder schiebe. Ja, egal. Nun gut, dann Haare föhnen und Augenbrauen färben und wir sehen uns gleich nochmal. Meine Augenbrauenfarbe ist jetzt drauf und mir bleibt nur noch, mich ins Bett zu legen und mir die Hornhaut, Adventersocken drauf zu tun, plus die Handmaske. Und ja, an der Stelle wollte ich euch auch sagen, Mädels und Jungs, kümmert euch um euch, denn ihr habt euch nur einmal und je wertschätzender ihr mit euch selber umgeht, desto wertschätzender geht auch die Welt mit euch um. Ne? Wer sich selber nicht schätzt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn die anderen immer nur wollen und haben wollen und nehmen und nichts im Endeffekt zurückgeben. Wir sind selber verantwortlich dafür, dass es uns gut geht. Das ist nicht der Mann, nicht der Papa, nicht die Mama, nicht die Tochter, nicht der Sohn, keiner. Sondern du bist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht und du darfst entscheiden, dass du dir die Zeit jetzt für dich nimmst und nicht erstmal dich um die ganze Welt kümmerst. Die ganze Welt läuft nicht weg. Und diese paar Minuten, auch Stunden, ihr habt das Recht, euch die zu nehmen. Und ich werde jetzt von meinem Recht auch Gebrauch machen und werde einfach nichts tun. Deswegen bin ich ja auch heute mit Vicky mitgegangen. Wäre ich zu Hause geblieben, hätte ich wahrscheinlich Wäsche gebügelt, irgendwas aufgeräumt, dies getan, das getan. Eingekauft, höchstwahrscheinlich mit meinem Ferrari, weil Vicky ja nicht da ist mit dem Auto. Und ja, jetzt werde ich mich einfach hinlegen und gar nichts mehr machen, bis Vicky kommt. Ich habe jetzt, glaube ich, echt ganz viel Zeit. Ich wollte gerade auf die Uhr gucken, aber ich habe keine Uhr. Wahrscheinlich werde ich jetzt 4-5 Stunden einfach nur liegen und mich entspannen und euch nehme ich dann mit wieder, wenn wir zum Weihnachtsmarkt laufen. Das dahin geht's zum Weihnachtsmarkt, oder? Der Fulda Weihnachtsmarkt ist wirklich sehr, sehr schön. Er ist auch sehr groß. Er ist in zwei Teile aufgeteilt und es gibt auch noch so einen mittelalterlichen Teil, den haben wir auch besucht. Das war wirklich faszinierend und da haben zwei Musikanten die mittelalterliche Musik gespielt. Ich muss sagen, das geht so richtig in die Seele hinein. Vicky hat mir auch einen Teil davon gefilmt. Das war bitterkalt an dem Tag, also jetzt am Wochenende sozusagen. Und meine Hände haben irgendwann mal den Geist aufgegeben. Ich wollte gar nichts mehr filmen. Und Vicky tat mir den Gefallen, hat das alles für mich mitgefilmt. Hier sind wir gerade auf diesem mittelalterlichen
Weihnachtsmarkt und schauen uns um. Wir werden erstmal kurz weggehen und ein Glühwein draußen trinken. Später kommen wir dann doch nochmal zurück, weil es schon schön war und werden das Glück haben, dass gerade dann die Musikanten ihr Konzert geben. Und schaut mal, da ist dieser, ich weiß gar nicht mal, wie man das nennt, dieser Drehturm, das hat einen Namen, der fällt mir natürlich jetzt gar nicht mehr ein, aber Vicky hatten heute Mittag schon entdeckt, als sie mit ihren Mitstudierenden draußen war, und die haben auch auf dem Weihnachtsmarkt gegessen und sie hat gemeint, das musst du sehen, das sieht einfach wunderbar aus. Also wenn mir der Name noch einfällt, schreibe ich ihn hier rein, aber ich vermute, jeder von euch weiß, wie das heißt. Nur ich gerade nicht, weil wir sind gerade nach Hause, also nach Hause im Sinne von aus vom Weihnachtsmann gekommen. Ich versuche das Video für euch jetzt auch fertig zu machen. Konzert wollten wir uns was Süßes holen und sind an einer Kirche vorbeigelaufen. Das Tor steht offen und wir sind reingegangen. Ich bin ein großer Fan von Kirchen, egal ob katholisch, evangelisch oder Moscheen. Ich mag das alles. Ich bin sehr fasziniert davon, was der Mensch in der Lage ist zu leisten, vor allem zu den damaligen Zeiten. Und auf mich hat das immer so einen beruhigenden eine beruhigende Wirkung, dort zu sein. Ich habe mir auch eine Kerze gekauft und habe sie mir angezündet. Nicht, dass ich irgendwie hochgläubig bin, aber ich glaube an mich und an unsere eigene Kraft. Und hier haben wir uns auf den warmen Luftschacht gestellt und unsere Füße aufgewärmt. Guten Morgen. Vicky winkt dem Ritter. Den Ritter hatte ich schon gefilmt. Wir gehen jetzt zum Frühstücken heute und heute fahren wir auch schon zurück. Vicky hat so einen Chopper vermisst. Ja, Vicky hat nicht geschlafen, sie macht sich Sorgen, wer ihn nachts füttert, weil niemand über Nacht bei ihm ist. Es gibt auch Lachs heute. Aber Rührei ist noch nicht fertig.
So, meine Lieben, an der Stelle beende ich das Video. Wir werden nach dem Frühstück noch schnell unsere Koffer zusammenpacken und fahren zurück nach Hause. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like.